Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Ah! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Los geht's, damit beginnen wir die heutige Session. Willkommen zurück hier zu Until Dawn. Der Fremde, der ist uns scheinbar doch nicht so böse gesinnt. Überraschend, okay, der hat uns nicht mit dem Flammenwerfer abgekokelt. Warum nicht? Fragt man sich da. Okay, wir haben hier eine romantische Postkarte. Eine Postkarte von Calgary mit einer romantischen Nachricht auf der Rückseite. Billy war Teil der Gruppe, die tief in den Minen neue Tunnel gesprengt hat. Auf der Rückseite Billy Bates Sprengtruppe Northwest Mine Alberta. Hey Billy, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Calgary bist. Loretta. Okay, ganz kurz. Oh, da ist ja noch was. Da hinten auch. Blackwood Mine. Dieser Teil der Minen ist kürzlich eingebrochen. Bitte kontaktieren Sie Vorarbeiter. Da, da, da. Die Karte enthält nähere Details. Oh nein. Ich weiß nicht, soll ich hier springen? Okay, jetzt habe ich sowieso gemacht. Da hinten hätte es aber auch weitergehen können. Verdammt. Jetzt habe ich ein bisschen vorschnell agiert. Ich dachte, hier wäre eventuell etwas zum Untersuchen. Ja, die letzte Folge ging ja ein bisschen länger. 53 Minuten. Ganz kurz. Eine Sekunde muss ich mal pausieren. Und weiter geht's. Ja, 53 Minuten ging die letzte Folge. Das kam auch für mich ein bisschen überraschend. Oh, da ist was. Hier ist ein Totem erstmal. Ich habe einfach nicht auf die Zeit geachtet und ja, ich hoffe, dass ihr trotzdem viel Spaß dabei hattet, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen längeres Pacing hatte. Es war halt doch verdammt spannend, die letzte Folge. Glückstotem. Okay, er schießt nicht auf irgendwas. Oder irgendjemanden. Wir haben gerade auch noch ein komisches Viech gesehen. Was auch scheinbar diese ganzen Geräusche hier verursacht. Das heißt, so langsam aber sicher glaube ich jetzt, dass wir doch irgendwas Übernatürliches hier haben. Also, Josh hat den ganzen Prank dort im Haus eingefädelt. Ist natürlich die Frage, was mit Jessica passiert ist. Denn ich hatte ihm ja... Wow. Nicht unterstellen wollen, dass er eventuell jemanden umbringt, aber wenn wir uns daran erinnern, Mike war es, über dessen, also in den Hannah verliebt war und der hat den Streich sozusagen ja mitgespielt und wahrscheinlich... Oh
Okay, hier muss es lang gehen. Wahrscheinlich ist er von ihm am enttäuscht. Wow. Shit. Und wollte deswegen... Oh nein. Eventuell ihm auch was Schlechtes antun. Okay, schnell, schnell, schnell. Verdammt. Okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal hier drauf. Oh nein. Oh gut, der Elevator geht nach links. Da war ein Schild mit dem Aufzug. Ja, jetzt. Auf geht's. Schnell. Boah, ne, funktioniert. Aber ist doch sicher nicht vorbei. Mann, ich wollte mich echt nicht bewegen. Ich wollte den Controller zur Seite legen, aber da war es schon zu spät. Ach, das ist das Viech, was uns die ganze Zeit gejagt hat. Das hat auch Hannah und Beth gekillt. Oh. Sie ist also doch nicht so dumm. Und jetzt auch noch das Band hier. Na komm, rennen. Komm, beeil dich. Oh oh. Oh oh. Nein! Nein, 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 nein. Nicht fallen. Nicht fallen. Okay, schnell weiter. Ist geschafft. Oh komm, wir kommen weg. Wir kommen mit dieser Seilrutsche weg. Oh Mann, ey. Ey, die ist aber auch echt hart im Nehmen, ne? Wurde die gebissen? Boah, die hält ja genauso viel aus wie Lara Croft im neuen Tomb Raider Spiel. Also, dass das 2013 gekommen ist, oder 2012. Okay, weiter rennen. Ey, das Ding ist immer noch hinter hier her, oder wie? Oh, sie kommt zur Lodge. Oh, klasse. Was jetzt? Lass mich rein! Lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Kommt schon, beeilt euch. Mach die Tür zu! Oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus, Edward. Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Monster! Warte. Bist du okay? Alles gut, mir tut nichts weh. Ich muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell weg. Wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. Beruhig dich. Josh hat uns verarscht. Ihr hört mir gar nicht zu. Erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komm nicht mit. Der Turm ist umgefallen? Denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz nicht sofort.
Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Ich glaube, das ist der Fremde, oder? Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Los, mach endlich. Kein Glückstotem. Wir dürfen nicht schießen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Wir sollen nicht schießen. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich lasse nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Ich wollte... Wir dachten, er hätte Jess getötet und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt, er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage.
Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Die mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Ganz kurz, es gibt eine Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Oh, da sehen wir haben ein paar Sachen verloren. Die Beziehung zu Ashley läuft aber sehr gut. Das haben wir auch gerade gesehen. Moment, hier gibt es noch ein paar Sachen, die immer wieder aufs Neue aktualisiert werden. Oh, Emily wurde gebissen. Also hatte ich da doch richtig gesehen. Und das ist dieses komische Ding. Und Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Okay, den Rest haben wir schon gesehen. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Habe ich nicht gefragt. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Ich meine, sollte man sie dann töten? Vielleicht kann man sie heilen, oder? Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man sie dann verletzen? Wenn du einem gegenüberstehst, heißt es du oder er. Spiel ruhig den Moralapostel. Das machst du bestimmt nicht lang. Verdammt! Steckt nicht Josh hier drinne? Ah ne, hier. Oh nein! Verdammt, was soll das? Er ist weg! Wir sind zu spät! Still! Wir müssen weg. Sofort! Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen! Also... der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst, einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier.
Ganz kurz, aber... Hier ist noch ein Nebenraum. Da. Shit. Ach, das ist seine Dings da. Seine Puppe, die er hat anfertigen lassen. Moment, gibt's hier noch was? Ach, vergiss es. Na, die Kreissäge. Okay, es gibt also nichts, womit wir Josh finden können, oder wie? Oh, krass. Okay, dann schnell zurück. Ehe der Wendigo noch hierher kommt. Oder die Wendigos. Wir wissen ja noch nicht, wie viele es sind. Oh nein. Lauf! Los, los, oh los. Nein, ey. Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zurückgezogen. Wir müssen weg hier! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße. Okay, jetzt schnell, Chris. Oh, ich hab's voll verbockt. Verdammt. Der Fremde hätte hilfreich sein können. Hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Okay. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike, es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit
mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike. Du musst gehen. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Whoa. Okay. Whoa. Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mike, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns! Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Nein, nein, wir sollten doch gar nicht schießen. Es ist aber echt eine schwierige Entscheidung. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Okay, das Tagebuch über Kannibalismus. Ganz, ganz kurz. Ich sollte ja laut dem Glückstotem nicht schießen, deswegen habe ich es nicht getan. Aber ansonsten ist die Entscheidung schon echt schwer. Aber ich weiß nicht, wird sie sich zu einem Wendigo verwandeln? Es wäre cool, wenn ich mich an die Supernatural-Folge erinnern würde, in der Wendigos mal aufgetaucht sind, aber das tue ich leider nicht. Das war, glaube ich, in der ersten Staffel irgendwann. Aber gut, lesen wir uns mal das Tagebuch durch. Ein Abschnitt des Tagebuchs über den Einfluss des Kannibalismus auf den Wendigo-Fluch. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es je gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Halte dich an diese Worte oder du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus. Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in heftigen Winterstürmen. Wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeit. Er wird erbarmungslos morden. Oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen.
Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon, von einer Gier nach Fleisch, die nicht gesättigt werden kann, und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne, wie Reißzähne. Die Kreatur wächst und die Haut spannt sich über den Knochen. Okay, es geht sicher noch weiter. In diesen Bergen lebte einst ein Stamm, die Cree. Ihre Schamanen erzählen Geschichten. Das hat alles eine lange Geschichte. Na, danke, dass du mich unterbrichst. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Cree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Cree glaubten, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun, und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Cree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Er ist ein Jäger wie ein Falke, doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren, aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Da der Wendigo eine Mutation des Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen, bleibt immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Wow. Messer oder Kugeln können ihm nichts anhaben. Nimm einen Flammenwerfer. Das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Aber versuche nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfige getrieben. Als Köder für die Fallen habe ich menschliche Glieder benutzt von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Einen nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Wow, Respekt. Der Kerl hat's ordentlich drauf. 6 hat er erledigt, ja. Wow. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Oh, oh nein, 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 was? Nein, nein, nein. Was ist denn? Was steht da? Ich weiß selbst nicht, was da steht. Moment. Cool, dass das Spiel mir keine Zeit gibt, das zu lesen. So, hier sind wir. Ich wollte nur die Neukennzeichnung von denen davor wegmachen. Okay. Schamanen erzählen von Ritualen. Ich habe einheimische Artefakte auf dem Berg gefunden und sie nachgemacht. Totems, Bündel von Heilkräutern und Federn. Ich habe sie nachgebildet und ausprobiert. Draußen auf dem Berg funktionieren sie. Sie halten die Wendigos im Zaum, nicht völlig, aber ausreichend. Doch innerhalb von Gebäuden funktionieren sie nicht. Laut den Legenden der Cree entstehen Wendigos durch den Biss eines anderen Wendigos. Och nee. Doch der Biss ist harmlos. Ich wurde gebissen, aber ich habe mich nicht verwandelt. Sie entstehen nur, wenn Menschen das Fleisch eines anderen essen. Nur so. Moment. Also der wurde gebissen? Ah, das müssen wir aber eigentlich nicht verheimlichen. Oh, nur so ein Haufen merkwürdiger Kram hier drin. Klingt nicht besonders glaubwürdig. Sieht so aus, als wäre er voll durchgeknallt. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Da ist doch eine Pistole. Nehmt wenigstens die mit. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen
durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Aber natürlich hast du das. Sie waren deine Freunde, du hast sie getäuscht, sie belogen und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt. Nur ein Spiel? Aber ein Spiel, das dich zu einer deiner eigenen größten Ängste geführt hat, Joshua. Isolation.